Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. In diesem Video geht es um den Anhänger. Ja, um den Anhänger. Wir brauchen nämlich für Sternschnuppe einen Anhänger, damit wir sie auch rumtransportieren können. Und ich wollte noch mal kurz drauf eingehen. In den Kommentaren hat jemand geschrieben, ob es mir gut geht, weil ich in den letzten Videos nicht dabei war. Und ja, es geht mir gut. Ich war nur in der Schule und hatte meistens keine Zeit oder musste noch Hausaufgaben machen. Und ja, mir geht's gut. Und jetzt noch. Das ist schön. Okay. Es gibt ja auf dem Pferdeanhängermarkt ganz, ganz viele unterschiedliche. Es gibt einer Pferdehänger, zweier Pferdehänger, wo man zum Beispiel hinten eine Kutsche reinmachen kann oder vorne auf dem Hänger vorne nochmal eine Kutsche drauf machen kann. Es gibt Pferdetransporter, wo man quasi in einem Fahrzeug sowohl die Fahrerkabine als auch die Pferde transportieren kann. Und wir sind auf der Suche gewesen nach einem sozusagen normalen zweier Pferdeanhänger. Mit aber ein paar Kriterien, denn wir wollten natürlich, dass Sternschnuppe gut Platz drin hat. Ist nicht so schwer, weil Sternschnuppe ja nicht so groß ist. Aber es gibt tatsächlich auch Anhänger, die zu klein für Sternschnuppe wären. Und wir wollten auch die Möglichkeit haben, unsere spätere Kutsche darin zu transportieren. Und die Kutsche wird ungefähr 2,50 Meter lang sein. Und 2,50 Meter ist für einen Pferdehänger schon eine ganz schön große Herausforderung. Und damit ihr auch im Pferdehängermarkt ein bisschen mehr Durchblick habt, werde ich euch diese Tabelle mal einblenden. Ich habe die gängigsten Modelle auf dem Markt miteinander verglichen und eine Tabelle gemacht und diese möchte ich mit euch jetzt mal zusammen anschauen. Auf der linken Seite seht ihr, welcher Hersteller das ist. Also zum Beispiel Humbauer gibt es, Böckmann, Wörmann, Cheval Liberté und Careliner. Und daneben seht ihr oben in dicker Schrift dann die verschiedenen Modelle. Und unter den Modellen seht ihr immer die Innenlänge und die Innenbreite. Und da gibt es wirklich ganz, ganz unterschiedliche. Also zum Beispiel bei 3,10 Meter fangen so die kleinsten an und geht dann bis zu 3,70 Meter beim Careliner hoch. Oder auch bei dem Cheval Liberté 3,78 Meter. Das ist so das Maximale, was es bei den Pferdeanhängern gibt. Die meisten Pferdeanhänger heutzutage haben automatisch eine Sattelkammer mit dabei und nicht bei allen Modellen kann man die Sattelkammer abwählen. Es gibt ein paar Modelle, wo man das kann, zum Beispiel beim Equitos, also vom Humbauer Equitos. Und der hat den großen Vorteil, dass der, wenn man die Sattelkammer rausnimmt, trotzdem noch extrem viel Platz hat und aber er richtig günstig ist. Also der kostet nur neu 7.200 Euro und ist damit auf dem Markt der günstigste Pferdehänger, den man bekommen kann, indem man eine 2,50 Meter lange Kutsche noch hineinbringt. Dann ist es so, müsst ihr darauf achten, welches Material euer Pferdeanhänger haben soll. Denn ich hatte früher schon viele Pferdeanhänger und einer davon war nur aus Holz, der hatte einen Holzboden und dieser ist tatsächlich durchgerottet. Und das ist gar nicht lustig, wenn man merkt, dass der Boden sozusagen am Durchfaulen ist, denn es könnte ja das Pferd durchbrechen bei der Fahrt und sich sehr, sehr schwer verletzen. Das heißt, es werden heutzutage die modernen Hänger nicht mehr mit Holz gebaut, sondern sogenanntes Vollpoly oder auch Aluhänger. Und Vollpoly ist immer das teuerste, danach kommt der Aluhänger und danach kommt der Holzhänger. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Kriterium, auf das du beim Pferdeanhängerkauf achten solltest. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Anhänger von Böckmann kleiner sind, also es gibt zwar von Wörmann genauso kleine, aber bei Wörmann gibt es doch noch größere Modelle auch und die größten Modelle von Wörmann zum Beispiel sind der Lexos, der hat 3,65 Meter in der Länge und danach kommt der Varello mit 3,40 Meter. Dann gibt es noch sehr coole Pferdeanhänger, die wollte ich auch mal noch erwähnen und zwar Cheval Liberté Maxi 2. Der Maxi 2 ist der gleiche wie der Duo Max, also der hieß früher nur Duo Max
Und dann gibt es auch noch den Multimax. Und bei diesen Pferdehängern ist es so, dass der 3,78 Meter hat. Also beide sind gleich groß. Das ist im Prinzip der gleiche Hänger, nur ein bisschen anders aufgemacht. Die 2 hat die Möglichkeit, die Pferde gerade zu stellen und die haben eine sehr, sehr große Sattelkammer. Der Nachteil aber ist, ich habe jetzt mit mehreren telefoniert und die sagen, dass diese Sattelkammer, dadurch, dass sie so groß ist, den Pferdeköpfen sehr, sehr wenig Platz bietet und diese Trennwand vorne ist auch nicht herausnehmbar. Das heißt, die Pferde, ja, lauf, 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 lauf. Die Pferde haben vorne nicht sehr viel Freiheit. Und das Blöde bei diesem Cheval Liberté Maxi 2 und auch beim Multimax ist, dass die vorderen Fenster für die Pferdeköpfe in der Sattelkammer sind. Wer hat sich dann bitte das überlegt? Es sind zwar hinten noch mal kleine Fenster, aber das sollte man bedenken, dass diese richtigen Fenster, die man auch lüften kann, dann in der Sattelkammer sind und nicht mehr beim Pferd. Der Multimax ist der, wo man die Pferde schräg reinstellen kann und so eine Klappe öffnen und dann gucken die seitlich raus. Habe ich zuerst gedacht, boah, das ist super cool und auf dem Turnier habe ich das schon öfters gesehen. Dann gucken die Pferde da so lässig zur Seite raus und es sieht ganz gemütlich aus. Aber der hat einen riesengroßen Nachteil, weil die Pferde können nicht zu groß sein. Das heißt, da kann man schräg, kann man keine Großpferde reintun und man hat die Möglichkeit für ein Heunetz auch nicht wirklich, weil die Pferde mit dem Kopf wirklich an der Wand kleben. Und eben sehr wenig Platz haben und es keine Möglichkeit gibt für Heunetz und auch vorne, auch da wieder die Fenster in der Sattelkammer sind. Das heißt, diese Hänger sind für mich rausgefallen. Dann habe ich gesehen, dann habe ich mir gedacht, okay, ich will zwar die Kutsche haben und vielleicht gibt es ja auch noch einen Hänger, der trotzdem eine Sattelkammer vorne haben kann, weil wenn man mit Familie unterwegs ist, mit Hund, mit Pferd, dann hat man ganz schön viel Kraft dabei und klar kann man es, wenn man nur ein Pferd hat, es auch nebendran reinstellen, aber es ist natürlich nicht so toll, wenn das Zeug dann da rumfliegt, also nicht festgemacht werden kann. Das heißt, mein Ziel war, einen Hänger zu finden, der eine Kutsche hinten reinbekommt und aber trotzdem eine Sattelkammer hat. Und letztendlich hat sich dann mein Fokus auf 2 Modelle gelenkt. Das eine war der Humbauer Maximus 2700. Der hat eine Innenlänge von 3,56 m x 1,80 m. Und den Careliner L, da gibt es auch 3 verschiedene Größen, S, M und L. Careliner L mit 3,70 m und 1,80 m. Beide sind Vollpoly. Und von dem Preis her sind sie sehr, sehr ähnlich. Der Humbauer war tendenziell ganz klein bisschen drunter, aber die richtige Innenlänge vom Humbauer war doch noch mal kürzer. Und zwar die Außenwand, die gerade Außenwand hat 2,42 Meter, wohingegen beim Careliner die Strecke von der Sattelkammer bis zur zugeklappten Rückwand 2,50 Meter beträgt. Und nachdem eben die Kutsche irgendwas zwischen 2,40 Meter und 2,50 Meter haben wird und ich die Kutsche darin transportieren möchte, ist jetzt unsere Wahl auf den Careliner L gefallen. Lieferzeiten sind im Moment recht stark und wenn du gerade dabei bist, einen Pferdehänger zu kaufen, dann würde ich dir empfehlen, warte nicht mehr allzu lang, denn die ganzen Hersteller haben Preiserhöhungen angekündigt und werden die Preise in Zukunft nochmal deutlich erhöhen. Vom Händler her ist es so, Humbauer baut hier in Bayern, deswegen war ich auch tendenziell etwas mehr auf Humbauer am Anfang, bin dann aber trotzdem zu Careliner tendiert und habe jetzt letztendlich den Careliner L bestellt, aufgrund der Größe, aber auch beide haben ein tolles Panoramadach, das sieht super aus, da wird es angeblich auch nicht warm drinnen. Also das hat alles so seine Vor- und Nachteile und in dem Preis sind auch schon Polster an den Seiten inklusive und auch noch Fresseimer und natürlich die Sattelkammer mit ausziehbaren Sattelschränken, also diese Sattelhalterungen, die man ausziehen kann. Und deswegen ist jetzt unsere Entscheidung auf so einen Hänger gefallen. Wenn man keine Kutsche drin unterbringen muss und eher ein kleineres Pferd hat, kann man natürlich auch zu den kleineren Modellen von Böckmann und Woermann tendieren. Es gibt dann zum Beispiel diesen Duo Esprit, der hat nur 3,10 Meter in der Länge. Den gibt es aber nur in Holz. Das heißt, diesen würde ich eher nicht empfehlen. Es gibt dann mit 3,10 Meter auch noch den Champion Esprit. Der ist dann wieder etwas besser. Oder ihr schaut mal auf den Gebrauchtmarkt. Zuerst habe ich auch gedacht, ich möchte eigentlich unbedingt einen gebrauchten Hänger, weil es gibt viele Hänger, die werden gekauft, die werden kaum gefahren.
und sind wirklich in Top-Zustand. Und es ist echt schade, wenn man eigentlich einen neuen kauft, wenn man einen schönen alten gebrauchten genauso haben kann. Aber da ich diese Kriterien mit der Kutsche eben habe, habe ich auf dem Gebrauchtmarkt geguckt und auf dem Gebrauchtmarkt gibt es diese beiden großen Hänger eben nicht. Und auch deswegen musste ich sozusagen leider zu einem neuen Hänger ausweichen. Wenn du aber die Möglichkeit hast, einen tollen gebrauchten Hänger zu bekommen, der kein Holz hat, gute Reifen, darauf solltet ihr noch achten, wie abgefahren die Reifen sind, wie lange die Hauptuntersuchung noch gilt. Das ist auch wichtig, dass ihr nicht sofort die Hauptuntersuchung wieder machen müsst. Dann kann man auch ohne weiteres mal einen Hänger kaufen, der 10 Jahre alt ist und mit dem auch noch ganz viel Spaß haben. Noch ein kleiner Hinweis zu den Klappen hinten. Es gibt Hänger, die haben eine normale Rampe. Und wem das wichtig ist, der kann auch noch darauf achten, wie hoch die Hänger gebaut werden. Denn da gibt es ab 30 cm bis 50 cm Aufbau alles. Und natürlich umso höher der Hänger gebaut ist, umso höher muss das Pferd auch in die Rampe einsteigen. Und manche Pferde tun sich da eben etwas schwer. Meine Freundin, die zum Beispiel im Westernreiten unterwegs ist, die schwören auf diese seitlichen Türen ohne Rampe, wo das Pferd sozusagen in eine Stufe reingehen muss. Ich selber mag diese nicht so gern, aber ich muss auch zugeben, ich habe mit diesen Hängern noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Das heißt, ich hatte bisher immer die Rampenhänger und ich habe jedes Pferd bisher in den Rampenhänger reinbekommen. Deswegen mag ich diese Rampenhänger und bin es auch einfach gewöhnt, eine Rampe zu haben. Wenn du einen anderen Hänger kennst, wo die Pferde über eine Stufe rein oder raus gehen, dann schreib es mir gerne mal in die Kommentare und sag mir, was du an diesem Hänger gut findest und warum du so einen Hänger hast. Ich selber tendiere eben zum Rampenhänger, aber es gibt auch Hänger, wo man beides haben kann. Also sowohl eine Rampe als auch diese seitliche Öffnung. Dann solltet ihr noch gucken, dass ihr ein Planenrollo hinten habt. Es gibt da zum Beispiel auch Netze, aber ich empfehle auf jeden Fall ein Planenrollo, denn wenn es mal regnet, kann es auch sein, dass durch den Fahrtwind das sozusagen eine Luftwalze gibt und es dann wieder in den Hänger reinkommt. Das heißt, da solltet ihr auf jeden Fall die Möglichkeit haben, hinten den Hänger komplett zuzumachen. Dann gibt es noch Hänger, die vorne eine Klappe haben, wo man vorne das Pferd ausladen kann. Damit habe ich bisher auch nicht so gute Erfahrungen gemacht, denn die Klappen sind meistens relativ schmal vorne. Das heißt, da fällt das Pferd noch eher runter. Aber das Pferd kann sich auch nicht so richtig gut biegen. Und dann schabt das Pferd oft mit dem Bauch oder mit der Hüfte irgendwo entlang, damit es da überhaupt rauskommt. Also ich bin Fan davon, das Pferd normal hinten über die Rampe einzuladen und dann auch rückwärts wieder auszuladen. Und hatte bis dato eben keine Probleme. Und auch wenn man das ein bisschen übt, ihr werdet dann in den nächsten Videos, wenn wir den Hänger haben, auch mal ein paar Hänger-Einsteigen-Videos von uns bekommen, worauf man da achten sollte. Und wir werden das mit Sternstuppe natürlich auch vorher üben, damit sie den Stress, den sie vielleicht jetzt schon hatte bei den Transporten. Bisher wurde sie ja immer nur sozusagen in den Hänger geladen, um dann irgendwo hingebracht zu werden. Und mir ist es ganz wichtig, dass meine Pferde gut in den Hänger gehen, Spaß haben, in den Hänger zu steigen. Und da werden wir auf jeden Fall mit Sternschnuppe noch das ein oder andere Mal üben und euch auch auf jeden Fall mit dabei haben. Die Gewichtsklassen bei den Hängern gehen ungefähr bei 700 Kilo los. Das sind so die leichtesten Hänger und gehen hoch bis 1100, 1200 Kilo. Wir haben jetzt einen, natürlich weil er auch groß ist, eher in der schwereren Klasse. Der hat um die 1 Tonnen Gewicht und hat ein super Fahrwerk. Das heißt, auch da gibt es Unterschiede, wie stark die Vibrationen sind. Wenn man nicht so weit mit dem Pferd fährt, ist das gar kein Problem, wenn man da einen nicht so gefederten Hänger hat. Wenn man aber doch mal, wie bei mir das war, auf einer Europameisterschaft fährt oder woanders hin, dann sind grundsätzlich die Pferdetransporter da immer deutlich besser. Aber es gibt auch bei den normalen Pferdeanhängern wirklich schon tolle Pferdeanhänger, die ein schönes Fahrwerk haben und wo man dann dort das Pferd auch über längere Zeit gut transportieren kann. Du solltest noch auf die Zuladung achten, wenn du ein großes Pferd hast, denn bei einem Großpferd geht es ungefähr 700 Kilo, kann so ein großes Pferd schon mal wiegen. Meine Araberstute damals hatte 365 Kilo mit Stockmaß 1,53 und Sternschnuppe wird ähnliches Gewicht im Moment haben. Das heißt, da kommen wir lange nicht an die maximalen Zuladungen. Aber wenn du ein großes Warmblut hast, solltest du darauf achten, dass wenn du zwei große Warmblüter reinladen möchtest, wie viel Anhängelast dein Auto ziehen kann, ist auch ganz wichtig. Denn es gibt Autos, die können zum Beispiel bis 2,5 Tonnen ziehen, manche nur bis 2,2 und manche aber auch nur bis 1,8. Und wenn du ein Auto hast, das nur 1,8 Tonnen Anhängelast hat, solltest du dir eher einen leichten Hänger suchen
und dann gucken, wie viel maximale Zuladung dieser Hänger hat. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen zum Pferdeanhängerkauf klären. Wenn du einen gebrauchten Hänger kaufen möchtest, dann schau doch gerne auch mal in eBay rein, eBay Kleinanzeigen, da gibt es viele gebrauchte Pferdeanhänger und du solltest auf keinen Fall eine Vorauszahlung machen, wenn du dir den Pferdeanhänger nicht angeguckt hast. Also ganz wichtig, Hit gehen, Pferdeanhänger anschauen und erst dann bezahlen, denn auch da gibt es natürlich schwarze Schafe, die versuchen vorher Geld einzukassieren und du siehst nachher keinen Pferdeanhänger. Also auf jeden Fall immer ein bisschen vorsichtig sein und aufpassen. Aber wenn du die Tipps beherzigst, dann sollte auf jeden Fall alles gut klappen. Und wenn du einen Tipp zu einem guten Händler brauchst für Careliner und Humbauer, dann schreib es mir in die Kommentare. Ich habe einen super netten Händler bei Humbauer, der einen Top-Preis gemacht hat, den besten Preis von allen Händlern, die ich hatte. Gebe ich gerne weiter, denn ich habe jetzt bei ihm nicht bestellt und ich fand ihn super sympathisch. Und würde mich freuen, wenn sonst jemand anders einen Humbauer-Hänger kaufen möchte und bei ihm bestellt und ich so ein bisschen weiter vermitteln kann. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und dass ihr ein bisschen was gelernt habt. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.